Heute möchte ich euch mit nach Turin nehmen. Ihr wisst sicher, was dort aufbewahrt wird. Ja, es ist das Grabtuch Jesu Christi. Jedenfalls wird das seit Jahrhunderten vermutet. Nun haben sich neueste Erkenntnisse ergeben. Begleitet mich also zum Grabtuch von Turin. Das Turiner Grabtuch, ein Stück Leinen, das seit Jahrhunderten als Grabgewand Jesus Christus gilt, wurde ein weiteres Mal untersucht. Dieses Mal wurde das Material, aus dem das Tuch gewebt wurde, unter die Lupe genommen. Doch zunächst, was ist das Grabtuch eigentlich? Das Tuch wird seit 1578 in der königlichen Kapelle der Kathedrale San Giovanni Battista in Turin oder Italien aufbewahrt. Es ist 4,3 Meter lang und 1,1 Meter breit und darauf sind zwei schwach bräunliche Bilder abgebildet, nämlich die Vorder- und Rückseite eines hageren, 1,70 Meter großen Mannes mit eingefallenen Augen. So, als hätte man einen Körper der Länge nach auf eine Hälfte des Grabtuchs gelegt, während man die andere Hälfte über den Kopf gelegt und so die gesamte Vorderseite des Körpers vom Gesicht bis zu den Füßen bedeckt hätte. Die Bilder enthalten Markierungen, die angeblich den Kreuzigungswunden von Jesus entsprechen, darunter Dornenmale am Kopf, Schnittwunden, die wie von Auspeitschungen stammen wirken am Rücken, Prellungen an den Schultern und verschiedene Flecken, die vermutlich Blut sind. Das Turiner Grabtuch unterscheidet sich von dem Schweißtuch der Veronika, das im Kreuzweg als Stück Stoff dargestellt wird, in das das Antlitz Christi während seines Ganges nach Golgatha eingeprägt wurde. Das Grabtuch tauchte erstmals 1354 historisch auf, als es in den Händen eines berühmten Ritters, Geoffroy de Charnay, Seigneur de Liray, gelandet sein soll. Als es 1389 ausgestellt wurde, wurde es vom örtlichen Bischof von Troyes als Fälschung angeprangert, der erklärte, es sei kunstvoll gemalt und die Wahrheit wurde vom Künstler bezeugt, der es gemalt hat. Der Gegenpapst von Avignon Clemens VII. Enthielt sich zwar einer Meinung zur Echtheit des Grabtuchs, genehmigte jedoch dessen Verwendung als Kultgegenstand unter der Bedingung, dass es als Abbild oder Darstellung des echten Grabtuchs ausgestellt werde. Nachfolgende Päpste ab Julius II. Hielten dessen Echtheit jedoch für selbstverständlich. 1453 schenkte Geoffroy de Charnays Enkelin Marguerite das Grabtuch dem Hause Savoyen in Chambéry, wo es 1532 durch Feuer und Wasser beschädigt wurde. 1573 wurde es in die neue Hauptstadt der Savoyer, Turin, überführt. Seitdem wurde es nur selten öffentlich ausgestellt, so in jüngerer Zeit anlässlich der Hochzeit des Prinzen Umberto und zum 400. Jahrestag seiner Ankunft in Turin. In den Jahren 1998 und 2000 arrangierte Papst Johannes Paul II. Öffentliche Besichtigungen. Er bezeichnete das Grabtuch als Spiegel des Evangeliums. Papst Benedikt XVI. Ließ es 2010 ebenfalls öffentlich ausstellen und Papst Franziskus pilgerte 2015 dorthin. Eine Nachbildung des Grabtuchs befindet sich im Turiner Grabtuchmuseum. Seit dem späten 19. Jahrhundert werden wissenschaftliche Analysen des Grabtuchs durchgeführt, bei denen versucht wird, seine Echtheit mit wissenschaftlichen Methoden zu beweisen oder zu widerlegen. Schon früh fiel auf, dass die Sepia-Bilder auf dem Grabtuch eher den Charakter von fotografischen Negativen als von positiven zu haben scheinen. Ab den 1970er Jahren wurden Tests durchgeführt, um festzustellen, ob die Bilder durch Farben oder andere Pigmente, Brandflecken oder andere Mittel entstanden waren. Keiner der Tests lieferte ein schlüssiges Ergebnis. 1988 stellte der Vatikan drei Labore in verschiedenen Ländern Briefmarken große Stücke des Leinenstoffs des Grabtuchs zur Verfügung. Nachdem diese Proben ausgewertet wurde, kamen alle drei Labore bei der Kohlenstoff-14-Datierung zu dem Schluss, dass das Tuch des Grabtuchs irgendwann zwischen 1216 und 1390 hergestellt worden war. Einige Wissenschaftler äußerten jedoch Zweifel an der Methodik der Forscher. Nach Erhalt der Testergebnisse forderte der Vatikan die Wissenschaftler auf, die Echtheit des Grabtuchs weiter zu untersuchen und empfahl den Christen, das Grabtuch weiterhin als inspirierendes Bild Christi zu verehren. Aber was ist das große Geheimnis hinter dem Turiner Grabtuch? Das Grabtuch fasziniert Historiker zum Teil aufgrund der Debatte über sein wahres Alter, vor allem aber wegen des unerklärlichen Bildes eines gekreuzigten Mannes, das darauf eingeprägt zu sein scheint. Diese Woche sorgten die Ergebnisse einer neuen Untersuchung zum Alter des Grabtuchs
die offenbar starke Beweise dafür liefern, dass es tatsächlich aus der Zeit Jesu Christi stammt, erneut für Schlagzeilen. Die Diskussionen zeigen, dass es durchaus eines der wichtigsten Reliquien oder Ikone Jesu Christi ist und man doch gerne Klarheit über die Echtheit haben möchte. Seit es das erste Mal auftauchte, tobt die Debatte und dank der modernen Methoden entdeckten Wissenschaftler im späten 20. Jahrhundert auf den Fasern des Grabtuchs Pollen, die mit Pollen aus Jerusalem übereinstimmten, wie aus dem 1999 erschienenen Buch Flora of the Shroud of Turin des Botanikers Avinoam Danin hervorgeht. Dies war bis jetzt der überzeugendste Beweis dafür, dass es sich um das Grabtuch Jesu handeln könnte. Aber es gab noch zig weitere angebliche Erkenntnisse, ob der Echtheit und den Vermutungen, wie das Abbild darauf gekommen sei. Es gibt noch keine schlüssige Antwort darauf, wie das Bild auf den Stoff geprägt wurde, doch es gibt viele Theorien. 1978 versuchte ein internationales Expertenteam erfolglos zu beweisen, dass das Bild möglicherweise durch eine chemische Reaktion zwischen dem Stoff und dem darin eingehüllten Körper entstanden sei. In einem Forschungsartikel aus dem Jahr 2014 wurde spekuliert, dass das Bild auf dem Leichentuch durch Strahlung nach einem Erdbeben entstanden sei. Blutflecken auf dem Leichentuch wurden untersucht und es wurde festgestellt, dass es sich um die Blutgruppe AB handelt. Wie aus einem 2015 veröffentlichten Forschungsartikel eines Teams des Spanischen Zentrums für Sindonologie hervorgeht. Einige Wissenschaftler spekulierten zudem, dass es sich bei dem Bild um eine Art primitive Fotografie handelt, da es einem Negativ gleicht. Der schwelende Streit hat wohl eine weitere Wendung erhalten. Italienische Forscher datieren das im Dom von Turin aufbewahrte Tuch in die Zeit Jesu. Ihre Studie, die in der Zeitschrift Heritage veröffentlicht wurde und über die die Daily Mail berichtet, datiert das Tuch auf über 2000 Jahre. Damit widerlegt es eine Hypothese, die sich in den 80er Jahren durchgesetzt hatte. Damals befanden Wissenschaftler, dass das Tuch aus dem Mittelalter stamme, mindestens 700 Jahre nach der Zeit, in der Jesus lebte. Die neue Studie wurde mit Hilfe der Weitwinkelröntgentechnik durchgeführt. Sie misst die natürliche Alterung der Leinenzellulose und ermittelt so den Zeitpunkt der Herstellung des Stoffes. Anhand der erzielten Ergebnisse stellten die Forscher fest, dass das Grabtuch 13 Jahrhunderte lang bei einer Temperatur von etwa 23 Grad und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 55% gelagert wurde, bevor es nach Europa kam. Außerdem sei das Garn mit anderen in Israel gefundenen Leinenstoffen aus dem ersten Jahrhundert kompatibel. Scheint also tatsächlich, dass es um das wirkliche Tuch handelt, in dem Jesus Christus zu Grabe gelegt wurde. Damit bekommt die vor 2 Jahren entstandene Skulpturen, die aufgrund der Abdrücke entstanden ist, eine ganz neue Bedeutung. Die aus Latex und Silikon gefertigte Skulptur wiegt etwa 75 Kilogramm. Die Haltung ist die des verstorbenen Christus in Totenstarre. Die Beine sind leicht gebeugt, die Hände auf Höhe Tannen des Schambeins gekreuzt. Der gesamte Körper des Mannes auf dem Grabtuch ist sichtbar, nichts ist ausgelassen, auch nicht die Beschneidung. Das verwendete Haar ist menschlich und am ganzen Körper, von den Füßen bis zum Kopf, mit allem Realismus zu sehen, ohne ein Detail auszulassen. Nähert man sich der Figur, mit den Händen auf dem Rücken, wie es die Besucherregeln der Ausstellung vorsehen, kann man jede Pore ihrer Haut, jede Sommersprosse, jede Wimpern und jede Augenbrauen erkennen. Der Rücken ist leicht erhöht, wodurch die Schnittwunden am Kopf sichtbar werden, die durch die Dornkrone verursacht wurden. Außerdem ist eine Art kleiner Zopf zu sehen, der die Haare am Hinterkopf zusammenhält. Außerdem sind die Prellungen an den Schultern zu sehen, die durch das Tragen des Kreuzes entstanden sind. Auf der Haut sind die einzelnen Risswunden der Geißelung und die Nagelspuren an Händen und Füßen sowie zwischen der 5. und 6. Rippe auf der rechten Seite zu sehen. Die Nase ist gebrochen und das rechte Auge gequetscht. Bischof José Luis Retana Gonzalo von Salamanca sagte während der Ausstellung in seiner Diözese, dass diese hyperrealistische Darstellung keinen theologischen Konflikt bedeute, da das Mysterium Fleisch geworden sei. Im Gegenteil. Es wird eine Hilfe sein, das Mysterium zu erkennen. Ein Ruf zum Mysterium. Neben der Figur, die hyperrealistische Skulptur versucht, dem Betrachter einen Körper menschlicher Qualität ohne künstlerische Bewegung, ohne Interpretation zu präsentieren, der auf multidisziplinären wissenschaftlichen Daten basiert,
die auf Studien zum heiligen Grabtuch beruhen. Der Kurator der Ausstellung, Alvaro Blanco, der mehr als 15 Jahre Forschungsarbeit in die Realisierung der Ausstellung investiert hat, erläutert vorab ausführlich die historischen und wissenschaftlichen Daten, die in dem hyperrealistischen Körper gipfeln. Während der Präsentation der Ausstellung in der Sakristei der Kathedrale von Salamanca gestand Blanco, dass er beim Anblick des fertigen Leichnams davon überzeugt war, dass er vor Jesus stand, dass er vor dem Abbild des Leibes Jesu von Nazareth stand. Eine Gruppe von Künstlern schuf die Skulptur unter Blancos Anleitung. Ob dies nun eine wichtige Abbildung ist, um die Geißelung und die Kreuzung den Gläubigen näher zu bringen, sei dahingestellt. Ich persönlich bin beeindruckt ob der Realität dieser Skulptur, jedoch weiß ich nicht so recht, ob ich es nun gut finden soll, dass Christus so dargestellt wurde. Aber das ist nur meine ganz eigene Überlegung. Und ich denke, da wird es ebenfalls genug Diskussionsstoff wie das Grabtuch selbst, nachdem die Skulptur angefertigt wurde, liefern. Mir bleibt jetzt nur noch, mich für euer Interesse zu bedanken und euch zu bitten, aktiv meinen kleinen Kanal zu unterstützen. Teilt bitte meine Videos, damit ich noch viele weitere so tolle Menschen wie ihr es seid, mit meinen Videos erreichen kann. Denjenigen, die meinen Kanal bereits finanziell so großzügig beschenkt haben, gilt ein von Herzen kommendes Vergelt's Gott. Ihr helft mir damit unendlich weiter. Auch alle, die über eine Kanalmitgliedschaft nachdenken, fühlt euch frei, dies zu tun. Aber bedenkt bitte, dass dies absolut kein Muss ist. Lediglich solltet ihr mich unterstützen wollen. Dies ist eine weitere Möglichkeit dazu. Und mir ist wichtig, dass ihr wisst, dass ich euch allen sehr dankbar für euer Interesse bin. Falls ihr also das Video interessant fandet, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Ihr wisst schon, der Algorithmus von YouTube ist darauf konditioniert. Natürlich würde mich auch ein Abo sehr freuen. Um nichts zu verpassen, aktiviert einfach die Glocke. Nun macht es gut und lasst euch nicht ärgern. Und denkt daran, bleibt neugierig und offen für alles, was uns diese Welt zu bieten hat. Viele Grüße, eure Marion und das Mystinarium. An alle meine Kanalmitglieder und diejenigen, die mich via PayPal unterstützen, ein von Herzen kommendes Vergelt's Gott. Ohne euch wäre das alles nicht möglich.